Es sind noch wenige Minuten, bis die Verhandlung beginnen soll. Doch bereits jetzt räumt die Polizei das Gerichtsgelände in Ankara. Der Fall, der hier gleich verhandelt werden soll, er steht sinnbildlich für das Schicksal vieler Menschen im Land. Dass die Situation nun derart eskaliert, hat sich in den Monaten vorher Stück für Stück angebahnt. Im Herbst 2016 treffen wir die beiden, denen nun der Prozess gemacht wird, zum ersten Mal. Semih Özakca und Nuriye Gülmen. Nuriye ist Dozentin für Literatur, Semih Grundschullehrer. Beide wurden aus dem Staatsdienst entlassen. Per Dekret während des Ausnahmezustands, der seit über einem Jahr in der Türkei besteht. Die Akademiker fühlen sich ungerecht behandelt. Wir können in diesem Land leider nicht mehr von Rechtsstaatlichkeit sprechen. Früher war das zum Teil auch schon so, aber mittlerweile ist das einfach so offensichtlich. Man kann es gar nicht mehr übersehen. Es gibt kein Recht mehr. Stattdessen wird das Land mit Dekreten regiert. Nuriye und Semih sind damals fest entschlossen, für ihre Jobs zu kämpfen. Wochenlang gehen sie jeden Tag in Ankara auf die Straße, um zu protestieren. Doch im Ausnahmezustand dulden die Behörden keine Kundgebungen. Fast täglich nimmt man die beiden fest. Nach einigen Stunden auf der Polizeiwache kommen sie jedes Mal wieder frei. Sie können uns ins Polizeiauto stecken und festnehmen, aber sie können nicht unseren Willen brechen. Wir sind zu Unrecht aus unseren Jobs entlassen worden. Es ist meine Pflicht, mich dagegen zu wehren. Im Frühjahr verschärfen Semih Özakca und Nuriye Gülmen ihren Protest. Sie treten in einen Hungerstreik. Sie trinken fortan nur noch Wasser und Tee und nehmen lediglich Zucker und Vitamintabletten zu sich. Ihre Unterstützer werden indessen immer zahlreicher. Täglich erscheinen Dutzende Menschen, um sich mit den beiden zu solidarisieren. Auch die Medienaufmerksamkeit wächst. Die beiden Akademiker werden zum Symbol für zehntausende Menschen in der Türkei, die nach dem Putschversuch aus dem Staatsdienst entlassen wurden. Am 75. Tag ihres Hungerstreiks werden sie wieder festgenommen. Doch diesmal lässt man sie nicht frei. Die beiden kommen in Untersuchungshaft. 4 Monate sind seitdem vergangen. Am Abend vor dem Prozessbeginn treffen wir Esra, Semichs Ehefrau. Die beiden haben zusammen studiert. Vor 4 Jahren haben sie geheiratet. Auch Esra wurde im Februar entlassen. Seit über 110 Tagen ist auch sie im Hungerstreik. Semih bereits seit fast 200 Tagen. Sein Gesundheitszustand habe sich stark verschlechtert. Semih ist sehr dünn geworden. Er hat jetzt etwa meine Figur, denn er hat mehr als 30 Kilo verloren. Er hat Probleme mit dem Laufen, auch wenn er versucht, das vor mir zu verbergen. Wenn wir den Prozess erst gewonnen haben, werden Nuriye und Semih wieder gesund werden, ich auch. Wir denken, dass dann alles wieder gut wird. Aber momentan ist uns wichtig, dass wir gegen diese Ungerechtigkeit etwas unternehmen. Und der Glaube daran, etwas verändern zu können, lässt alles andere nicht so schwer erscheinen. Der Staatsanwalt wirft den Akademikern Mitgliedschaft in einer linksterroristischen Organisation vor. Esra hält die Vorwürfe für absurd. Der Prozessbeginn jetzt steht unter denkbar schlechten Vorzeichen. Die Anwälte von Nuriye und Semih wurden vor wenigen Tagen festgenommen. Diese Anwälte kannten den Fall in- und auswendig. Sie haben oft mit Nuriye und Semih gesprochen. Und jetzt nimmt man sie einfach fest. Man dachte wohl, dass sie dann ohne Anwälte dastehen und sich nicht verteidigen können. Doch das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt neue Anwälte. Aber das ist natürlich eine große Ungerechtigkeit. Ersatzanwälte werden Semih und Nuriye verteidigen. Unklar ist momentan allerdings noch, ob die beiden selbst vor Gericht erscheinen können. Der Tag der Verhandlung. Viele Unterstützer sind gekommen, Freunde, Anwälte, aber auch Diplomaten und Abgeordnete der Oppositionsparteien. Vor dem Gerichtsgebäude wollen sie eine Presseerklärung abgeben. Doch plötzlich geht die Polizei dazwischen. Zahlreiche Besucher und auch einige Journalisten werden vom Gelände verwiesen. Die Nerven liegen blank. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass Semih und Nuriye nicht vor Gericht erscheinen werden. Offiziell heißt es aus Sicherheitsgründen. Doch viele der Anwesenden glauben, der schlechte Gesundheitszustand der beiden soll der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden.
Semih und Nuriye haben ein Recht darauf, hier dabei sein zu dürfen. Das steht in unseren Gesetzbüchern und sogar in unserer Verfassung. Trotz alledem sind sie nicht zum Gericht gebracht worden. Wir wollten heute eigentlich darüber sprechen, warum sie angeklagt sind. Stattdessen werden wir von der Polizei angegriffen. Warum? Weil man Angst vor der Wahrheit hat. Im Gerichtsgebäude hat die Verhandlung mittlerweile ohne Semih und Nuriye begonnen. In den Verhandlungssaal kommen wir gar nicht erst rein, zu groß ist der Andrang. Die Sicherheitskräfte sind mit der Situation offenbar überfordert. Nach kurzer Zeit setzen sie Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Wir müssen unsere Dreharbeiten abbrechen. Zu einem Urteil kommt es an diesem Tag nicht. Der Richter entscheidet, die Verhandlung um 2 Wochen zu vertagen. 2 lange Wochen für Semih und Nuriye. Sie werden dann seit über 200 Tagen im Hungerstreik sein. Wir sind eins. ARD.